Liebes Videoportal, ich möchte Ihnen heute wieder einen kleinen Trick oder Vorstellungen geben, wie Sie vielleicht mehr Länge oder mehr Beschleunigung bekommen können auf Ihren Schläger. Und dafür ist es wirklich wichtig, einfach kennenzulernen, was Ihre Beine tun und was Ihr Becken und Unterkörper tun kann, um einfach mehr zu zünden und mehr zu feuern. Jetzt bin ich in der Zeit aufgewachsen, da war es mal ganz verpönt früher, überhaupt die Knie einen Zentimeter zu bewegen, oder man hat versucht, gegen das Becken sich wahnsinnig von der Wirbelsäule zu verwinden, und das war absoluter Nonsens. Hat nichts mit Sportbewegungen zu tun, außer dass sie vielleicht Druck produzieren, der halt einfach nicht, ja, nichts nützt. Wichtig ist, und das sehen Sie bei allen, die wirklich Schwung reinbringen, ist, dass Sie beweglich werden überall. Das heißt, ganz viel in Ihren Knien und Ihren Beckenbewegungen, weil wenn Ihre Beine schnell bewegen und wippen können und aktiv werden, umso schneller wird Ihr Becken, umso schneller wird Ihr Brustkorb, umso schneller werden Ihre Arme. Also Sie haben Ihren vollen Turbo in Ihren Füßen. Also Sie müssen nur lernen, ihn aktiv einzusetzen. Wenn da viel Knie dabei ist, bei ganz vielen Long-Hittern voll auf der Spitze und los geht's, dann ist das absolut richtig, weil das sind alles Bewegungen für mehr Druck. Und Sie werden auch nie einen Werfer sehen, der so dasteht, oder einen Tennisspieler, der so macht. Also Sie brauchen immer diese Beweglichkeit, um aus dem Becken heraus Druck zu holen. Und wie sieht das so eine Beinarbeit eigentlich wirklich aus? Weil man muss sich das mal so vorstellen, wenn ich jetzt normal meinen Körper seitlich wegdrehe, dann geht irgendwie mein Becken nach rechts hinten, das eine kommt nach links vorne, das eine Knie kommt eher nach vorne, das andere geht eher nach hinten. Auch der Druckpunkt, den man hat, geht eher außen auf den Fußrand und innen rein. Nachher, wenn ich nach links starten will, geht es genau umgekehrt, eher nach innen rein und raus. Deswegen stehen die Golfer am Ende auch eher so ein bisschen außen gekippt. Also man hat da ganz viel Bewegung drinnen. Und man muss es sich so vorstellen, ich habe Ihnen da mal ein paar so auch Tennisbälle mitgebracht. Das ist wirklich so, wenn Sie ausholen, dann wandert Ihr Druckpunkt hinter in die Ferse eher und eher nach vorne in die Fußspitze. Deswegen ist es eher so vom Gefühl, dass Sie, wenn Sie ausholen, eher mal das Gefühl haben können, hier hinten sich reingedreht zu haben und vorne voll auf der Fußspitze. Und wenn Sie danach Gas geben, dann kommt der Druck umgekehrt. Kommt der Druck wirklich vor auf die Fußspitze, wo Sie sich wegdrücken, und der wandert dann am Ende des Tages wieder zurück in die Ferse, worauf Sie am Ende auch in der Golfbewegung eher ruhen. Also dieses Wechselspiel von Bewegung nach von hinten und vorne zu umgekehrt vorne und hinter, das aktiviert eine ganz starke Beckenrotation und hilft Ihnen immens, da unten aktiv zu werden. Also versuchen Sie einfach mal bei ruhig kleinen Bewegungen zu spüren, dass, wenn Sie erstmal ausholen, dass Sie wirklich sich erlauben, den aus dem Weg hier hinter Druck reinzubringen und eher auf die Fußspitze links. Und erlauben Sie sich dann beim Gas geben den Wechsel auf die Fußspitze vorne, um sich von dort heraus nachher raus in die Ferse links zu drehen. Also kriegen Sie mal dieses Wechselspiel in dieser Belastung in Ihren Füßen einfach mal mit. Und deswegen, man sieht auch bei vielen, auch vor allem dann Longhittern, das ist noch eine Kombination, das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Belastung von hinten reingedreht wieder nach vorne, sondern es geht dann nachher auch noch beim Gas geben, die kommen auch noch so ein bisschen in die vertikale Streckung, da drücken sie sich noch mehr ab. Deswegen sind viele Longhitter auch eher noch in der Luft, wenn sie schlagen. Aber auch das passiert aus den Fußspitzen ein bisschen raus und dreht dann weiter in die Ferse. Also das sind alles Aktivierungen Ihrer Beine, die richtig Wirkung haben. Und dementsprechend versuchen Sie in Ihren Bewegungen mitzukriegen, ob Ihr Gewicht vorfällt, hinterfällt, wo es denn hinwandert. Im Idealfall beim Ausholen in Drehung, das können Sie in Drehung auch am besten üben, werden Sie merken, da habe ich auch ein schönes Video wie den Diskusgolf, da merkt man, wenn man sich so verschraubt, da kommt das alles so in sich verwunden, verdreht, und von dort können Sie wieder komplett rausbewegen in die andere Seite. Also kriegen Sie Ihre Beinarbeit ein bisschen mit, die wirklich tatsächlich so ein bisschen im Wechselspiel ein bisschen wackelt und wieder zurückgeht. Also einmal Linksferse vorne und hinten und umgekehrt. Und ja, und entdecken Sie diese Gefühle. Machen wir ein paar leichte Schläge, um das auch mitzubekommen. Deswegen sehen Sie auch am Ende, steht der Golfer auf der Spitze rechts. Der ist, wenn man es übertreiben würde, würde er auf der Spitze links stehen im Ausholen, und er würde dann, wenn er durchschwingt, auf der Spitze rechts stehen im Durchschwung. Genauso wie jeder Tennisspieler, der sich hinterher ziehen lässt,
oder auch jeder andere Sportler im Wurf, der sich hinterherziehen lässt. Also sind alles ganz aktive Beinarbeiten. Spüren Sie genau dieses Spiel in Ihren Füßen, dieses Rechts-Links-Bewegen, was wir hier haben. Und bomben Sie die Bälle mit viel aktiveren Beinen, wie Sie es vielleicht bisher getan haben. Also noch einer zum Abschluss, machen wir ein bisschen Fußspitzentanz, Knietanz und gehen wir von dort los und bomben ihn raus. Aktivieren Sie Ihre Beine.